El Popol Vuh para nosotros significa la base de toda nuestra cosmovisión, nuestra forma de cómo conectarnos a todos los elementos. Barbara Kühas, Sie haben ja einen Kollegen, habe ich gehört, aus Guatemala, einen sehr spannenden Menschen, den Sie jetzt ins Mostviertel holen. Aber wie haben Sie diesen Menschen kennengelernt? Vielleicht erzählen Sie uns das ganz kurz. Ich war 1995 in Guatemala stationiert mit der UNO und habe in einer Friedensmission gearbeitet mit Militär und Polizei. Und der Carlos Maran war ein Kollege quasi, der sich im Rahmen für die Rechte indigener Völker in dieser Friedensmission auch eingesetzt hat. Und ich habe dann später mit ihm so 2000 herum ganz spannende interkulturelle Projekte im Medizinbereich dann durchgeführt. Und da haben wir uns im Laufe der Jahre durch die Kollegenschaft ganz gut kennengelernt. Und dann bin ich drauf gekommen, er ist auch traditioneller Heiler und wir haben dann öfters gemeinsam Maya-Rituale besucht in Guatemala. Das klingt ja sehr spannend. Und das muss wahrscheinlich Sie auch fasziniert haben und das könnte der Grund gewesen sein, dass Sie gesagt haben, jetzt hole ich den einmal in meine Heimat. Leider hat sie im Laufe meines Lebens ja die Maya-Region dann ein bisschen aus dem Staub gemacht und ich war sehr viel in Afrika und Asien. Und voriges Jahr zufällig war eine riesige interreligiöse Konferenz in Wien mit über 600 so religiösen Führungspersönlichkeiten. Und ganz zufällig war der Carlos auch dabei, weil er eben die Maya von Guatemala vertreten hat und hat mich kontaktiert. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil das war wirklich nach fast 20 Jahren, ja hallo, was ist los, was machst du so? Und da ist die Idee geboren jetzt, wir könnten doch gemeinsam was machen. Wenn ich jetzt so nachdenke, Mayas, dieses ganze Gedankengut, diese völlige Anderswelt ist für uns immer etwas Mystisches. Wir haben davon in der Schule gelernt und man liest auch ab und zu etwas. Aber was ist für Sie, was ist das Interessante, das Andere, das auch irgendwo etwas mit dem Mostviertel gemeinsam hat? Also ich glaube, das zentrale Andere ist, dass die Maya nicht den Kontakt zur Natur verloren haben. Wobei Natur ist für sie ein lebendiges Wesen. Also sie reden tatsächlich von einer Mutter Erde. Und also für sie ist das Herz des Himmels, das ist quasi die Sonne, das ist männlich und die Erde, das ist weiblich. Und zwischen diesen und dem Kosmos besteht eine ganz enge Beziehung und der Mensch kann mit diesen Wesen quasi kommunizieren. Und das werden wir auch hier im Mostviertel erfahren dürfen. Es gibt zwei Veranstaltungen, einen Workshop in Ipsitz und dann etwas Mystisches, habe ich gelesen, am Dürrenstein. Vielleicht können Sie uns Gusto machen auf diese zwei Veranstaltungen. Na, ich glaube, zuerst ist zu bemerken, das ist wirklich allererste Möglichkeit, mit dem Carlos hier in Österreich zu arbeiten. Und angedacht ist, dass man mal ausgeht vom Maya-Kalender. Da hat es ja diese großen Missverständnisse gegeben, es käme das Ende der Welt. Für die Maya hat ein neues Zeitalter begonnen und deshalb gehen sie jetzt auch mit ihrer Message raus. Also das heißt, es ist wirklich ganz eine tolle Gelegenheit, da mit einem richtigen Heiler direkt zu arbeiten. Dann werden wir schauen, was ist das Nagual? Im Maya-Glauben geht es darum, dass gleichzeitig mit jeder Person eine Wesenheit zur Welt kommt, die sie ihr Leben lang begleitet und auch im Leben Zeichen gibt. Das heißt, wenn man lernt, sein Nagual kennenzulernen und darauf zu achten, kriegt man einfach viele Hinweise direkt von der Natur. Das hört sich vielleicht für uns ein bisschen abgehoben an, ist aber ganz was Alltagsnormales in Lateinamerika für sehr, sehr viele Menschen. Mostviertel noch einmal zurück und Lateinamerika, Dürrenstein. Hat dieser Heiler auch dann eine Beziehung zu diesem Dürrenstein oder wie schaut das aus? Mutter Erde in Guatemala, ist das dieselbe Mutter Erde wie im Mostviertel? Ja, ich glaube schon. Und zwar, wir haben noch eine große Parallele, die Berge. Guatemala ist ein sehr bergiges Land, das ist auch Österreich. Und die Berge sind ganz wichtige Ritualplätze für die Maya. Es ist nicht jeder Platz jetzt gut geeignet, um da mit der Erde zu kommunizieren. Die haben schon spezifische Qualitäten. Und da dürfte es wohl so sein, dass der Dürrenstein da auch eine ganz spezielle Qualität hat. Und eigentlich muss man quasi die Energiekanäle der Berge ein bisschen durchputzen, damit diese Kommunikation wieder besser zustande kommt. Und das ist unter anderem ein Ziel dieser Wanderung, die wir machen werden. Also die Menschen, die da mitmachen, die putzen sozusagen den Dürrenstein durch. Naja, also zumindest wird versucht, mit der Erde direkt Kontakt aufzunehmen und dann diese Energiekanäle einfach freizumachen.
Wobei, das ist eine erste Begehung, das kann viel passieren. Wir wissen nicht genau, was passieren wird. Aber es wird auf jeden Fall spannend und wir werden gemeinsam das erleben dürfen.